Vergiss nicht, mein Kind, du bist meine Geliebte, liebste Elisabeth. Ich würde dich sofort für ihn verlassen. Was hat Ihnen an Elizabeth Wells gefallen? Die große Liebesfähigkeit, dass sie, obwohl ihr Mann ihr gesamtes Vermögen, den gesamten geerbten Schmuck und all ihr Hab und Gut versetzt, ohne sie zu fragen, und die gepfändet werden und gar nichts mehr haben, aber die Liebe so groß ist, dass sie ihm nach einem anfänglichen Wutanfall dann verzeiht und eigentlich ihre Idee, Paganini nach London zu holen, dadurch realisiert werden kann. Sie und David Garrett kannten sich schon vor dem Dreh, ja. Und er war sogar schon mal bei Ihnen zu Hause. Ja. Wie kam es denn dazu? Wir haben uns, ich weiß gar nicht mehr genau, vor wie vielen Jahren kennengelernt und mochten uns sehr. Und das war eine Geburtstagsfeier und dann kam er irgendwie und hat vor Freunden gespielt. Und wie war es mit Ihnen jetzt zu arbeiten? Also er hat sein Debüt gefeiert und Sie sind schon sehr erfahren und praktisch ein alter Hase in dem Geschäft. Naja, ich war, glaube ich, genauso nervös wie vielleicht David am ersten Tag, als ich meine Gesangsszene hatte. Weil in der Musik kenne ich mich jetzt nicht so aus, wie David das tut. Und da war ich auch mächtig nervös. Und da haben wir uns einfach als Kollegen besprochen und gegenseitig geholfen. Ansonsten hatten wir nicht so viele Szenen miteinander. Die meisten Szenen, die ich hatte, hatte ich mit Christian McKay und mit der Andrea. Und wir hatten vielleicht 2, 3 Drehtage miteinander. Aber wir haben uns im Vorfeld auch getroffen und gegenseitig unterstützt, wie wir das gerne tun. An Ihrem ersten Drehtag hatten Sie gleich eine Liebesszene mit Ihrem Filmehemann. Das stimmt, das war schrecklich. Gleich morgens als allererste musste ich ein Nachthemd anziehen und musste mit Christian McKay, einem wildfremden Mann, ins Bett hüpfen. Und dann hatten wir diese Bettszene, ja. Und Sie haben sich vorher noch nicht mehr kennengelernt, oder? Nein. Wie geht man auf sowas ein? Also da ist man doch wahnsinnig nervös, da oder? Da ist man wahnsinnig nervös. Aber Christian war so hinreißend, so, so liebevoll. Und ich bin ja in solchen Situationen dann auch, ich falle dann mit der Tür ins Haus und sage, ich habe so Herzrasen, ich habe Schweißausbrüche, ich weiß jetzt gar nicht, was machen wir hier und wie geht das? Und hilf mir einfach. Sag ich, hilf mir, wie kommen wir jetzt damit klar? Und dann sagt er, du nervös, komm, wir machen das jetzt, ist doch lustig. Sagt er, ich bin doch genauso nervös. Und dann hat der Regisseur einfach angefangen, mit uns zu proben. Und dann haben wir viel gelacht, um die Nervosität wegzukriegen. Und dann war es nachher einfach eine wunderschöne Arbeit. Und wie war es mit der Sprache, also mit dem Englischen? Als ich gehört habe, dass Bernard Rose fast ausschließlich über die Improvisation arbeitet, das heißt, du hast das Gerüst der Szenen, aber er lässt vollkommen freie Hand, jedem Schauspieler, dann zu improvisieren und da baut er auch drauf auf. Und es viele der Szenen, die Sie im Film sehen, die gab es so im Drehbuch gar nicht. Und er möchte das auch von Schauspielern. Da habe ich ihm gesagt, nee, das kann ich nicht, das mache ich nicht. Ich kann nicht als einzige nicht-englisch-muttersprachliche in einer anderen Sprache improvisieren. Da sagte er, doch, das kannst du, das machst du. Und dann habe ich 3-mal Nein gesagt, dann habe ich drüber geschlafen und am anderen Morgen gesagt, okay, ich gehe das Wagnis ein und das Risiko. Und das war kein Risiko und kein Wagnis. Das war mit die befreiendste und leichteste Arbeit, die ich je hatte. Es war einfach ein großes, großes Fest. Ich habe einmal Szenen vom Dreh gesehen und die Kulissen waren großartig. Ich glaube, Sie haben sogar gesagt, dass das die coolsten Kulissen waren, ja, in denen Sie je gedreht haben. Sie müssen sich das vorstellen, Sie kommen in eine Halle rein, das ist eine moderne Fabrikhalle, und dann machen Sie die Tore auf und dann sind Sie mitten im London von 1830. Und da fahren die Pferdekutschen über Original-Pflastersteinboden und sie haben die Hausfassaden. Sie dürfen natürlich nicht stark gegendrücken, weil dann fallen die leichten Holz- und Pappwände gleich um. Aber das ist so toll gebaut worden. Das ist eine unglaubliche Leistung von Bernard Rose und seinem Ausstatter. Haben Sie denn für den Film auch Gesangsunterricht genommen? Ja, klar. Und wie? Und hat es Spaß gemacht oder war es eher anstrengend? Das war das zweite Hindernis, wo ich gedacht habe, oh Gott, und Sie als Opernsängerin. Aber das war dann, glaube ich, am zweiten Drehtag gleich, diese schwierige Szene. Und dann war ich sehr, sehr erleichtert, dass es gut gegangen ist. Ich bin nicht der Teufel. Ich diene dem Teufel. Und ihr seid mein Gebieter. Wissen Sie denn, warum der Teufelsgeiger so genannt wird? Woher der Name kommt?
Ja, weil man vermutet hat, dass er einen Pakt mit dem Teufel gemacht hat. Das wird in unserem Film ja so Mephisto-Faust-mäßig erzählt durch Jared Harris, der seinen Manager spielt. Und der Film ja auch die Frage aufwirft, wie weit sind wir Künstler bereit, uns stattzufinden mit unserer Kunst, zu verkaufen. Das ist ein ganz aktuelles und deshalb auch sehr modernes Thema. Ist auch ein sehr moderner Film. So wie David Garrett auch ein sehr moderner Musiker ist, weil er es schafft, durch Crossover ein Beethoven, ein Brahms für die Massen überhaupt verständlich zu machen und denen einen Zugang dazu zu schaffen. Und unser Film ist auch sehr modern. Natürlich lernt man sehr viel. Er ist historisch ganz relevant, weil man über einen genialen Musiker, der immer an der Grenze zwischen Genie und Wahnsinn sich bewegt hat, so viel erfährt, auch über die Zeit und somit auch irgendwo über sich selber. Denken Sie dann, dass man als Künstler einen Teil von seiner Seele verkaufen muss, wenn man das jetzt mal so dramatisch sagt? Man muss sich immer wieder daran erinnern, dass man für die Kunst lebt, dass man sich nicht verführen lässt durch die Oberflächlichkeit und Schnelllebigkeit, dass man bei sich selber bleibt, und das ist je öffentlicher, je bekannter man wird, umso schwieriger. Man muss dafür sorgen, dass man sich beschützt und dass man Menschen um sich herum hat, die einen beschützen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das tut halt Jared Harris als der Manager von Paganini überhaupt nicht. Ja, der benutzt ihn für seine Zwecke und deshalb ist das ein ganz, ganz spannendes Thema. Wie weit sind wir altruistisch im Umgang mit anderen Menschen und inwieweit rein egoistisch? Und die Kunst verlangt Hingebung, die Kunst verlangt Leidenschaft, die Kunst verlangt Opfer. Und die müssen wir bringen. Und wenn man, wie das der Film auch ganz stark zeigt, als so ein unglaubliches Genie, wie Paganini das war, dann vor leeren Räumen spielt oder vor einem Publikum, das überhaupt die Musik gar nicht versteht. Man muss ja auch begreifen, Paganini hat die Geige zu einem Soloinstrument gemacht. Bis dahin war die Geige nur ein Instrument im Orchester. Und Paganini hat sie zu einem Star-Instrument gemacht. Und er war plötzlich ein Superstar. Der erste seiner Zeit, der auch nicht nur an den Höfen gespielt hat und sich damit bei den Königen oder Adligen Geld verdient hat. So haben ja die Künstler damals, die sogenannten Hofnarren, überhaupt überlebt und davon leben können. Sondern Paganini hat durch Gastauftritte, durch Tourneen. Er war der Erste seiner Zeit, der das gemacht hat, sein eigenes Geld verdient und war unabhängig. Aber deshalb auch wieder abhängig von jemand, der diese Touren organisiert und ihn beschützen musste. Und sein Manager hat ihn nicht beschützt. Er hat einen Ausverkauf seiner Seele und seines Genies betrieben. Und darin ist er zugrunde gegangen. Der Film zeigt auch sehr schön, dass man dafür eben diesen Preis zahlen muss, wenn man das macht, wofür man die große Leidenschaft hat. Wie ist es denn bei Ihnen? Finden Sie, ist es wert, diesen Preis zu zahlen? Sie wissen das auch. Jeder, der in der Öffentlichkeit steht, zahlt einen Preis dafür. Mhm. Und da ist es, was ich eben gesagt habe, ganz wichtig, wachsam zu sein. Wo ziehst du die Grenzen? Wo beschützt du dich? Wo ziehst du dich zurück? Und wo machst du den Zirkus mit? Und heute Abend machen wir einen großen Zirkus mit bei der Premiere hier. Vielen Dank fürs Interview. Hat Spaß gemacht mit Ihnen. Dankeschön. Danke.